Moin und herzlich willkommen. Beim Kartenspielen, da ist manchmal Kreuz Trumpf. Aber ist das Kreuz auch in unserem Leben, in unserem Alltag Trumpf? Petrus sieht das anders. Jesus weist darauf hin, dass er leiden und sterben muss. Und Petrus grätscht dazwischen und sagt, das geht gar nicht. Und Jesus weist ihn zurecht. Petrus, wenn du hinter mir hergehen willst, dann verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich. Dann folge mir nach. An dieser Aussage wird deutlich, dass für Jesus das Kreuz eine andere Bedeutung hat als für Petrus. Petrus sieht nur Trauer, Leid, Elend. Aber Jesus gibt den Hinweis, und ich werde auferstehen. Für Jesus ist das Kreuz der Schlüssel zum Leben danach. Für ihn endet das Leben nicht mit dem Tod, sondern das Kreuz ist ein Hinweis darauf, worauf es im Leben ankommt, nämlich sich zu schenken und zu verschenken. Das ist Leben. Deshalb sagt Jesus und Petrus auch, nimm mich nicht so wichtig. Hinter mir. Verleugne dich. Schenk dein Leben weiter. Es geht um meinen Lebensstil. Nicht um die Verherrlichung des Kreuzes. Aber der am Kreuz stirbt, sagt uns, wenn du so lebst, gibt es etwas danach. Ein Leben mit mir auf ewig. Das ist der Grund, warum Jesus diesen Weg geht. Es geht ums Leben. Und von daher wäre es natürlich schön, wenn auch in unserem Leben das Kreuz in diesem Sinne Trumpf wäre. Interessant ist nur, Jesus wirbt mit diesem Slogan, hinter mich, verleugne dich, nimm dein Kreuz auf sich, für seine Sache. Und die spannende Frage ist natürlich, wer schließt sich ihm an? Unter dieser Voraussetzung. Wärst du dabei? Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.